George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Zweiter Teil. Widersetzt euch! Lasst euch eure Gedanken nicht vernichten! Nichts, was die Partei sagt, ist wahr. Nichts, was die Partei sagt, ist gut. Ihr werdet von morgens bis abends belogen. Verräter! 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 Tod dem Verräter! Hallo, ist jemand hier? Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie einen besonderen Wunsch? Oder wollten Sie sich einfach umschauen? Ich kam zufällig vorbei. Ah. Ja, wenn einer hierher kommt, dann hat er sich bestimmt verlaufen. Nein, nein, ich war schon mal hier. Wegen Rasierklingen. Mhm. Sie haben mir ein Notizbuch verkauft. Ja, umso besser, sagte der andere und machte eine entschuldigende Geste. Ja, Sie sehen ja selbst. Ein leerer Laden, könnte man sagen. Der Antiquitätenhandel ist erledigt. Es mangelt einfach an Nachfrage und Angebot. Möbel, Porzellan, Glas, alles geht so langsam in die Brüche. Eine Achatbrosche. Sehr schönes Stück. Aber wer steckt sich heute sowas an? Was ist das? Es war eine schwere Glaskugel. Im Kern steckte, vergrößert durch die gewölbte Oberfläche, ein seltsames, rosafarbenes, zusammengerolltes Gebilde, das an eine Rose oder Seeanemone erinnerte. Eine Koralle. Sie muss aus dem Indischen Ozean stammen. Man hat sie in ein Glas gebettet, mindestens 100 Jahre alt. Vielleicht sogar älter. Übrigens, ich heiße Charrington. Es ist sehr schön, Mr. Charrington. Ah, wunderschön. Davon werden Sie heutzutage nicht mehr viele finden. Also, für den Fall, dass Sie es kaufen wollen, $4. Früher hätte sowas 8 Pfund gebracht. Winston gab Mr. Charrington die $4 und ließ den ersehnten Gegenstand in die Tasche gleiten. Das Ding war wegen seiner offenkundigen Nutzlosigkeit doppelt reizvoll und vermutlich ursprünglich als Briefbeschwerer gedacht. Wenn Sie interessiert sind, oben ist noch ein Raum. Sie können sich gern mal umschauen. Sie haben noch ein Zimmer? Ja. Es ist nicht viel drin, nur ein paar Sachen. Ist ziemlich dunkel da oben. Nehmen wir besser eine Lampe mit. Kommen Sie. Kommen Sie! Durch einen winzigen Flur in ein Zimmer, das nicht zur Straße lag,
sondern auf einen gepflasterten Hof und einen Wald von Schornsteinkappen blickte. So, da wären wir. Es steht jetzt leer. Meine Frau ist tot. Früher haben wir hier oben gewohnt. Ich versuche, die Möbel nach und nach zu verkaufen. Das da ist ein wirklich schönes Mahagonibett. Ja. Ja. Er hielt die Lampe hoch, um den ganzen Raum zu beleuchten. Und in dem warmen, trüben Licht wirkte das Zimmer sonderbar einladend. Und kein Teleschirm, murmelte Winston unwillkürlich. Ja, ich habe niemals einen von den Dingern gehabt und irgendwie habe ich auch nie einen vermisst. Also, falls Sie sich rein zufällig auch für alte Drucke interessieren sollten. Er zeigte auf die Wand drüben und Winston ging hinüber, um sich das Bild genauer anzusehen. Der Rahmen ist zwar mit der Wand verbunden, aber der würde sich abschrauben lassen. Ich kenne das Gebäude. Ja, heute ist es eine Ruine. Ein Justizpalast, oder? Richtig, vor den Law Courts. Wurde zerbombt. War früher mal die Kirche St. Clement's Dane. Oranges and Lemons rufen die Glocken von St. Clement's. Was bedeutet das denn? Ist ein Abzählvers aus der alten Zeit, als ich ein kleiner Junge war. Den Schluss weiß ich noch. Und dieses Kerzlein leuchtet dir Tropf, und dieses Hackbeil hackt ab deinen Kopf. So eine Art Abzählreim. Und am Ende saß man dann in der Falle. Jetzt hab ich's wieder. Oranges and Lemons läutet's von St. Clemens. Die kosten 3 Farthing, läutet's von St. Martin. Also soweit kriege ich's zusammen. Ein Farthing, das war mal eine kleine Kupfermünze. Die sah so ähnlich aus wie ein Centstück. Winston verließ Mr. Charrington, ging die Treppe hinunter und trat hinaus. Und dieses Kerzlein leuchtet dir Tropf? Und dieses Hackbeil hackt ab deinen Kopf. Der große Bruder hat in einem Tagesbefehl unseren Truppen an der Malaga-Front für ihren heldenhaften Einsatz bei der Großoffensive gegen die Vereinigten Eurasischen Armeen gedankt. Er brachte damit zum Ausdruck, dass die erfolgreiche kriegerische Operation das Ende des Krieges in greifbare Nähe gerückt hat. Weitere Erfolgsmeldungen im Kampf gegen die Feinde Ozeaniens innerhalb der nächsten Stunden. Parteigenossen, die Irrlehre von der Gedankenfreiheit ist der Nährboden für alle Verbrechen, die von den Feinden Ozeaniens gegen unser Vaterland begangen werden. Sie ist der Nährboden für Sabotageakte, Komplotte, Geheimbünde, Attentate und all jene Abscheulichkeiten, mittels derer unsere Partei und ihr weiser Führer, der große Bruder, vernichtet werden soll. Bürger von Ozeanien, wir werden den eurasischen Horden die gebührende Antwort erteilen. Wir erteilen ihnen eine Antwort, dass ihnen Hören und Sehen vergehen wird. Vereint euch im Hass auf die eurasischen Banditen, im Hass auf ihre Komplizen und Mittäter, auf Spione, Verräter, Gedankenverbrecher. Die neue Offensive der Partei und unserer Truppen an der Malaga-Front wird unseren Sieg vollenden. Die Stimme aus dem Teleschirm schien sich ihm wie Glassplitter ins Hirn zu bohren. Winston versuchte an O'Brien zu denken, für den oder an den das Tagebuch geschrieben wurde.
Doch stattdessen begann er an die Dinge zu denken, die mit ihm passieren würden, wenn die Gedankenpolizei ihn entdeckt hatte. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke, bla bla bla. Ja. Und niemand entgeht der Entdeckung und keiner kommt um das Geständnis herum. Wenn man für ein Gedankenverbrechen angeklagt ist, dann bedeutet das irgendwann den sicheren Tod. Wir werden uns an einem Ort treffen, wo keine Dunkelheit herrscht, hat O'Brien gesagt. Ich weiß, was das bedeutet. Ja, ein Ort, an dem keine Dunkelheit herrscht. Es war Vormittag und Winston hatte seine Arbeitsnische im Ministerium Minivar in Richtung Toilette verlassen. Vom anderen Ende des hell erleuchteten Korridors kam ihm eine einsame Gestalt entgegen. Ja, es war das Mädchen mit den schwarzen Haaren aus der Romanabteilung. Und als sie näher kam, sah Winston, dass sie den rechten Arm in einer Schlinge trug. Wahrscheinlich hatte sie sich beim Herumschwenken eines der großen Kaleidoskope, in denen die Romanhandlungen grob umrissen wurden, die rechte Hand gequetscht. Für die Romanabteilung war das ein typischer Unfall. Die beiden trennten vielleicht noch 4 Meter. Da stolperte das Mädchen. Sie stürzte zu Boden und schrie laut auf vor Schmerz. Sie musste genau auf den verletzten Arm gefallen sein. Sind Sie verletzt? Nein. Nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Oh. Nur ein bisschen hier am Handgelenk. Hier, sehen Sie? Danke, Genosse. Der Zwischenfall dauerte keine halbe Minute. Aber während Winston ihr beim Aufstehen half, drückte ihm das Mädchen einen zusammengefalteten Zettel in die Hand. Ohne Frage, absichtlich. Irgendeine Botschaft musste drauf stehen. Er ging zurück in seine Arbeitsnische, warf den Zettel nachlässig zu den anderen Papieren auf seinen Schreibtisch, setzte die Brille auf und rückte den Sprechschreiber zu sich heran. Gut, und jetzt abwarten. 5 Minuten. Mindestens 5 Minuten. Okay, die erledigten Arbeitspapiere zusammenrollen und dann ab in die Rohrpost damit. Dann zog er den nächsten Papierpacken zu sich rüber. Obenauf lag ihr Zettel. Er strich ihn glatt. In großer, unbeholfener Handschrift stand da: Ich liebe dich. Hey, Honey. Du hast so eine Art. So wie du sprichst, so wie du bist, das macht mich so, so. Wie du bei mir tief runter in den Nacken fährst. Und ich würde alles tun. Ich würde alles tun, ja. Ja, ich bin so eine. 26. Bin eine, die mit den Wölfen heult und sowas wie du, Honey. Einer wie du. Als Winston am nächsten Tag die Kantine im Minibar betrat, sah er das Mädchen allein an einem der hinteren Tische sitzen. Es war früh und noch nicht sehr voll am Tresen. Die Schlange rückte zügig weiter, bis er fast vorn war. Geriet dann aber ins Stocken, weil sich jemand darüber beschwerte, dass es keinen Süßstoff mehr gab. Doch dann, als er endlich mit dem Tablett auf ihrem Tisch zusteuerte, saß sie noch dort. 340.000 große Mörser. Typ, großer Bruder. Schwester. Parteigenosse. Kaliber 90. Wann hören Sie auf zu arbeiten?
18:30. Wo können wir uns treffen? Victory Square. Beim Denkmal. Alles voller Teleschirme. Aber egal, bei dem Gedränge. Irgendein Zeichen? Nein. Kommen Sie erst, wenn ich in der Menge stehe. Nicht anschauen. Bleiben Sie irgendwo in der Nähe. Wann? 7. Gut. Das Mädchen aß auf und ging, während Winston noch sitzen blieb, um eine Zigarette zu rauchen. Schon vor 7 war er dann am Victory Square und schlenderte um den Sockel der gewaltigen Säule, auf deren Spitze die Statue des großen Bruders in den südlichen Himmel blickte. Big Brother sah genau dahin, wo er die eurasischen Flugzeuge in der Schlacht um das Landefeld 1 besiegt hatte. Von irgendwo links hörte man Geschrei und dann das Brummen einer langen Kolonne von Lastwagen, die näher kam und die Straße hinunterrollte. Auf den Ladeflächen kauerten dicht zusammengedrängt kleine gelbe Männer, Gefangene, in zerlumpten grünlichen Uniformen. Plötzlich schienen die Zuschauer hier quer über den Platz zu stürmen. Hey! Können Sie mich verstehen? Hallo! Hören Sie mich? Ja! Können Sie mich Sonntag treffen? Nachmittags? Ja! Ihre Hand! Hier! Nehmen Sie das! Ich hab's ziemlich genau beschrieben. Und vernichten Sie den Zettel nachher! Werden Sie kommen? Ja. Am Sonntag wimmelte es im Zug von Pros, die wegen des sommerlichen Wetters in Ferienlaune waren. Aber die Fahrt verlief problemlos. Und dann, auf dem Marsch vom Bahnhof, hatte er sich immer wieder vorsichtig umgedreht, um sicherzugehen, dass ihm niemand folgte. 340.000 große Mörser. Typ, großer Bruder. Kaliber 19. Jetzt wurde der Weg breiter und eine Minute später war Winston am Wald und dem Fußpfad, den sie für ihn auf den Zettel gezeichnet hatte. 1,2 Millionen zusätzliche Handgranaten für die Malabar-Front. Direkt hinter ihm knackten plötzlich Zweige. Es war tatsächlich das Mädchen, aber sie schüttelte nur den Kopf. Psst! Nein! Kommen Sie weiter! Kommen Sie! Und dann ging sie rasch immer weiter in den Wald hinein. So, hier sind wir sicher. Kein Telebildschirm mehr, keine Mikrofone. Es war leichtsinnig, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja. Es war ein Gedankenverbrechen. Ja. Überrascht Sie das? Naja, ich hielt Sie für ein überzeugtes Parteimitglied. Wirklich? Sie hielten mich für einen Spitzel der Gedankenpolizei? Ja. Das ist gut. Das ist wunderbar. Natürlich bin ich ein überzeugtes Parteimitglied. Ich bin fanatisch. Ich liebe den großen Bruder. Ja, ich liebe ihn über alles. Ich liebe mein Vaterland Ozeanien. Ich hasse unsere Feinde in Eurasien. Und Sie? Sie sind sicher ein eurasischer Spion, Winston? Sie kennen meinen Namen? Winston Smith. Wie heißen Sie denn? Julia. Wie haben Sie meinen Namen rausgefunden? Ich glaube, ich bin in solchen Sachen tüchtiger als Sie. Ich zum Beispiel habe Sie nicht für ein überzeugtes Parteimitglied gehalten. Wollten Sie mich deshalb sehen? Der Zettel, den ich Ihnen zugesteckt habe, Winston. Haben Sie den vernichtet? Sofort, ja. Gelesen haben Sie ihn aber. Sonst wären Sie nicht hier. Ja. Dann wissen Sie ja, warum ich Sie hier treffen wollte. Oder glauben Sie mir nicht? Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Ich werde nächsten Monat 40. Ich habe meine Frau verlassen, außerdem bin ich nicht gesund. Das ist mir völlig egal. Noch vor einer Woche habe ich mich von Ihnen bespitzelt gefühlt. Ich liebe Sie. Ich habe Sie gehasst. Ich liebe Sie. Auf dem Weg eben wollte ich nicht sprechen, für den Fall, dass es dort versteckte Mikrofone gibt. Lässt sich nie ganz ausschließen, dass eins von den Schweinen dich später an der Stimme erkennt. Winston nahm jetzt ihre Hand. Wie kann es sein, dass du das alles rausgefunden hast? Auch im Rausfinden bin ich, glaube ich, besser als du.
Hör zu. Ich arbeite an den Romanschreibmaschinen. In der Pornsec. Unserer Romanabteilung, die billigen Pornos für die Proles herstellt. Ich bin gut im Sport. Ich war Zugführerin bei den Spitzeln. Ich leiste an 3 Abenden in der Woche freiwilligen Arbeit für die Junioren-Anti-Sex-Liga. Und ich drücke mich vor gar nichts. Man muss mit den Wölfen heulen. Nur so ist man vor ihnen sicher. Findest du nicht? Ich? Nein. Ich sitze ab 7 an meinem Arbeitsplatz in der Dokumentation, ziehe den Sprechschreiber an mich ran, blase den Staub aus dem Mundstück und öffne Papierröllchen, die als Rohrpost an der Seite meines Schreibtisches aus der Klappe fallen. Alles Arbeitsanweisung. Und? Weiter? Weißt du, was Vergangenheit ist? Ja, klar. Ich fälsche die Vergangenheit. Oder lösche sie aus. Was eigentlich dasselbe ist. Wie soll das denn gehen? Du weißt doch, dass die wöchentliche Schokoladenration von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt worden ist. Ja. In den Zeitungen stand aber, die Schokoladenration soll heraufgesetzt werden. Und? Es ist eine Falschmeldung gewesen. Doch die Partei irrt sich nie. Die Vergangenheit muss also mit der Gegenwart in Übereinstimmung gebracht werden. Und? Das ist mir zu hoch. Alle Meldungen, die sich als falsch erweisen, werden korrigiert. Die korrigierte Ausgabe wird neu gedruckt und die alte Ausgabe für immer vernichtet. Überall und an allem wird ständig herumkorrigiert. Von einem Tag zum anderen, von Minute zu Minute, wird die Vergangenheit mit der Gegenwart in Übereinstimmung gebracht. Und so muss jeder glauben, dass die Partei unfehlbar ist. Und du? Glaubst das nicht? Nein. Julia, die Partei irrt sich. Ständig, sie belügt uns. Siehst du, ich habe einen Blick für Leute, die nicht dazugehören. Ich wusste gleich, dass du gegen sie bist. Du bist so jung, Julia, sagte er. 10 oder sogar 15 Jahre jünger als ich. Was findest du bloß an einem Mann wie mir? Es war was in deinem Gesicht. Ich habe mir einfach gedacht, ich riskier's. Winston zog Julia an sich. Hast du es denn schon mal gemacht? Natürlich. Schon 100 Mal. Also, 1000 Mal jedenfalls. Mit Parteimitgliedern? Ja, immer mit Parteimitgliedern. Mit denen von der Gedankenpolizei? Nein, mit den Schweinen nicht. Aber es gibt jede Menge von denen, die es gern machen würden. Alles, was auf Korruption hindeutete, erfüllte Winston mit wilder Hoffnung. Wer weiß? Vielleicht war die Partei unter der Oberfläche verrottet. Liebend gern hätte er die ganze Bande mit Lepra oder Syphilis infiziert. Die Typen sind nicht so heilig, wie sie tun. Hör zu, je mehr Männer du gehabt hast, desto mehr mag ich dich. Begreifst du? Vollkommen. Dann bin ich doch genau die Richtige für dich, Liebling. Ich bin nämlich bis ins Innerste verdorben. Machst du es gern? Ich meine nicht nur mit mir, ich meine überhaupt. Ja, ja, Winston. Ich mach's gern. Komm schon, komm. Das ist die Kraft, die Partei in Stücke sprengen wird. Jede Umarmung ist eine Schlacht. Und der Orgasmus ist ein Sieg. Ein Sieg gegen die Partei. Hey, Honey. Du hast so eine Art. So wie du bist. So wie du sprichst, das macht mich so. Die Art, wie du bei mir tief runter in den Nacken fährst. Hey, und ich würde alles tun. Alles tun, ja, ich bin so eine. 26. Bin eine, die mit den Wölfen heult. Und sowas wie du, Honey. Einer wie du. Da riskiere ich. Till our wedding day. Genossen, die Lese- und Schreibkenntnis unter den Proles ist um 56% gestiegen. Die Sterblichkeitsrate der Proletarier-Kinder ist um 12% gesunken.
Leukämie, Tuberkulose und Meningitis haben ebenfalls beträchtlich abgenommen. 1, 2, Test, Test. Nochmal, Julia Gordon. Also, ich bin 26. Ich wohne mit 30 anderen Mädchen in einem Heim zusammen. Immer in dem Weibergestank. Ich hasse Frauen. Es ist wieder ein strahlender Apriltag in London. Kalt. Und die Uhren schlagen 13. Über die frühen 60er Jahre hinaus besaß Julia keinerlei Erinnerung. Als einziger Mensch im Umkreis hatte ihr Großvater häufig von der Zeit vor der Revolution gesprochen. Er war aber verschwunden, als sie 8 war. Julia ist jetzt 26. 26. Und für sie ist das Leben noch ganz einfach. Man will sich amüsieren. Die Partei will einen daran hindern, also man bricht die Regeln, so gut es eben geht. Ja, bei Julia drehte sich alles um die eigene Sexualität. Darin hatte sie großen Scharfsinn entwickelt. Sie hatte den verborgenen Zweck des sexuellen Puritanismus der Partei erkannt. Der Partei ging es nicht nur darum, einen immer festeren Zusammenhalt zwischen Männern und Frauen zu verhindern, den sie vielleicht nicht mehr kontrollieren konnte. Ihre wahre, unausgesprochene Absicht war es, dem Geschlechtsakt jegliche Freude zu nehmen. Weniger die Liebe, als vielmehr die Erotik war der Feind, innerhalb wie außerhalb der Ehe. Alle Eheschließungen zwischen Parteimitgliedern mussten von einer zu diesem Zweck eingesetzten Kommission gebilligt werden. Der einzig legitime Zweck einer Heirat war, Kinder für die Dienste der Partei zu zeugen. Geschlechtsverkehr wurde als kleiner und etwas ekliger Eingriff betrachtet, einem Klistier vergleichbar. Alle Kinder sollten besser durch künstliche Besamung, Kunstsam in Neusprech, gezeugt und in staatlichen Anstalten großgezogen werden. Das war, wie Winston wusste, nicht ganz ernst gemeint, aber es passte zur allgemeinen Parteiideologie. Die Partei versuchte, den Geschlechtstrieb abzutöten oder, wenn er sich nicht abtöten lässt, ihn wenigstens zu verformen und in den Schmutz zu ziehen. Beim Liebesspiel verbrauchst du Energie. Und hinterher fühlst du dich glücklich und alles andere ist dir egal. Das können sie nicht dulden. Sie wollen, dass man ständig vor Energie platzt. Dieses ganze Herummarschieren, Jubeln und Fahnen schwenken, das ist nichts weiter als sexuelle Frustration, wenn man glücklich ist. Warum sollen ein Big Brother, der Dreijahresplan und der ganze andere Dreck noch groß aufregen? Wenn ich Hurra brülle, dann denke ich daran, dass ich mich tarnen muss. Dann denke ich an unsere Liebe. Wer wird so dumm sein, sich gegen die Partei aufzulehnen? Das macht keiner. Das ist Selbstmord. Julia wusste, dass die Gedankenpolizei sie früher oder später erwischen und töten würde. Doch mit einem anderen Teil ihres Verstandes glaubte sie daran, dass es irgendwie möglich sein musste, sich eine geheime Welt aufzubauen, in der man so leben konnte, wie es einem gefiel. Man braucht wahrscheinlich nur ein bisschen Dusel, Schleue und Dreistigkeit. Lass doch die Partei machen, was sie will. Es gab Abende, da kam Julia an einen ihrer Treffpunkte und musste ohne ein Zeichen an Winston vorbeigehen, weil gerade die Streife um eine Ecke bog oder über ihnen ein Helikopter schwebte. Aber selbst wenn es weniger gefährlich gewesen wäre, hätte es dennoch Schwierigkeiten bereitet, Zeit für ein Treffen zu finden. Winstons Arbeitswoche hatte 60 Stunden, Julias sogar noch mehr. Und ihre freien Tage hingen vom jeweiligen Arbeitsdruck ab und deckten sich selten. Julia verbrachte erstaunlich viel Zeit mit dem Besuch von Vorträgen, der Teilnahme an Demonstrationen, dem Verteilen von Schriften der Junioren-Anti-Sex-Liga und für die Hasswoche. Es zahle sich aus, sagte sie, es diene zur Tarnung. Wenn man die Regeln im Kleinen einhalte, könne man sie im Großen übertreten. Nochmal, Julia. Julia Gordon. Also, man sollte versuchen, unterzutauchen. Am besten in einem der Arbeiterviertel. Das Äußere verändern? Ärzte dafür werden sich finden. Neuer Name, neuer Pass. Und mit gefälschten Pässen könnte man sogar heiraten. Julia wohnte zusammen mit 30 anderen Mädchen in einem Heim. Immer in dem Weibergestank. Ich hasse Frauen, meinte sie einmal beiläufig.
und arbeitete, wie er bereits vermutet hatte, an den Kompositionsmaschinen in der Romanabteilung. Die Arbeit machte ihr Spaß. Sie konnte den ganzen Ablauf einer Romanherstellung beschreiben, angefangen bei den vom Planungskomitee ausgegebenen Richtlinien bis zum letzten Schliff. Doch das Endprodukt interessierte sie nicht. Sie mache sich nicht viel aus Lesen, erklärte sie. Bücher seien eine Ware wie Marmelade oder Schnürsenkel. Julia begreift eben noch nicht, dass so etwas wie Glück nicht existiert. Dass der einzige Sieg in ferner Zukunft liegt. Lange nachdem man selbst schon tot sein wird. Wir sind Tote. Ja, wir sind Tote. Aber noch sind wir es nicht. Macht es dir keinen Spaß zu leben? Hier, fühl doch mal. Das bin ich. Das ist meine Hand. Das hier mein Bein. Ich bin wirklich. Da. Man kann mich anfassen. Ich lebe. Magst du das denn nicht? Doch, das mag ich. Wirklich, sehr. Julian, ich habe ein altes Zimmer entdeckt. Verrückt, oder? Über einem alten Laden. Ein unbewohntes Zimmer? Ja, mit einem Mahagonibett. Voll mit alten Möbeln. Und weißt du, was das Beste ist? Es gibt keinen Teleschirm. Unmöglich, sowas gibt es doch nicht. Das ist wirklich verrückt. Sie sagen uns, zwei Falsche machen es niemals richtig. Wir zwei sind falsch. Du und ich. Und wir sagen ihnen, ist doch alles nicht so wichtig. Sie sagen uns, zwei Schlechte machen niemals Mut. Ja, wir sind schlecht. Du und ich. Und wenn schon, darin sind wir ziemlich gut. Winston trat ins schäbige Zimmer über Mr. Charringtons Laden und sah sich um. Neben dem Fenster stand das riesige Bett, hergerichtet mit zerrissenen Decken und einem Polsterkissen. Die altmodische Uhr mit dem 12er-Zifferblatt tickte auf dem Kaminsims. Sie zeigte 7:20. In der Ecke, auf dem Klapptischchen, schimmerte der gläserne Briefbeschwerer, den er bei seinem letzten Besuch hier gekauft hatte, sanft im Halbdunkel. Mr. Charrington hatte beim Vermieten des Zimmers keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Es bleibt einem nicht viel in diesen Tagen. Die Kriege, die Polizei mag uns nicht besonders. Dieses Zimmer hier oben. Wie viel? Es ist nur ein kleines Zimmer. Aber ich versichere, niemand wird Sie hier oben stören. $4. Der Alte war sicher froh über die paar Dollar, die er dabei verdienen konnte. Die Privatsphäre, meinte er, sei was sehr Kostbares. Jetzt zündete Winston den Kocher an und setzte Wasser für Kaffee auf. Julia würde gleich kommen. Er hatte Victory-Kaffee und ein paar Süßstofftabletten dabei. Die Junisonne stand hoch am Himmel und unterm Fenster zum Hof stapfte eine Frau zwischen einem Zuber und der Wäscheleine hin und her, an der sie Babywindeln festklammerte. Er hörte jetzt rasche Schritte auf der Treppe nach oben und Julia platzte ins Zimmer. Hallo. Sie kniete sich gleich neben die Tür hin, klappte ihre Werkzeugtasche auf. Hallo. Eine Sekunde, ich muss dir was zeigen. Dann nahm sie Schraubenschlüssel und Schraubenzieher heraus, die oben auflagen. Hier, sieh mal. Was ist das? Echter Zucker ist das. Kein Süßstoff. Und das hier ist Brot. Ein ganzes Weißbrot und Marmelade. Und da kommt eine echte Dose Büchsenmilch. Und jetzt pass auf.
Kaffee? Ich dachte Kaffee. Der Duft erfüllte bereits das Zimmer. Ein voller, scharfer, der aus seiner Kindheit herüber zu wehen schien. Ich habe ein ganzes Kilo davon. Gibt's nur für die Bonzen von der inneren Partei. Wie hast du das Zeug organisiert? Ich sag's dir, die Schweine kommen an alles ran. Ach, ein kleines Päckchen Tee habe ich auch noch. Echter Tee. Sie haben Indien erobert oder sowas. Und jetzt, Liebling, jetzt machst du mal für 3 Minuten die Augen zu. Und erst wieder aufmachen, wenn ich es dir sage. Halt, nicht schummeln. Nicht schummeln. My young love said to me, my mother won't mind. Father won't slight you for your lack of kind. And he stepped away from me, and this he did say: it will not be long, love, till our wedding day. So? Und jetzt wieder aufmachen. Er öffnete die Augen und hätte Julia eine Sekunde lang fast nicht erkannt. Sie war geschminkt. Eine geschminkte Parteigenossin hatte Winston noch nie gesehen und hätte es sich auch niemals vorstellen können. Außerdem stieg ihm Veilchenduft in die Nase, als er sie jetzt in die Arme nahm. Parfüm auch? Ja, Liebling. Parfüm auch. Du musst es nur richtig anstellen. Dann kannst du alles haben. Hier, in diesem Zimmer, werde ich eine Frau sein und keine Parteigenossin. Sie zogen sich aus und kletterten in das riesige Mahagonibett. So, dann zeig mir jetzt mal, dass du mich liebst. Sie werden uns nicht kriegen, Winston. Ich weiß, wie man ihnen entwischt. Du musst es nur richtig anstellen. Dann kannst du alles haben. It will not be long, love, till our wedding day. Das Zimmer hier oben ist wie ein Einschluss der Vergangenheit. Eine gläserne Welt, wo ausgestorbene Tiere noch sein können. Ja, das ist ein Zimmer hier, wo ausgestorbene Tiere noch sein können. Sherrington unten ist auch so ein ausgestorbenes Tier. Der Alte? Der Alte scheint dieses Haus nie zu verlassen. Kunden gibt's keine. Der Alte. Sherrington führt eine geisterhafte Existenz. Er scheint dieses Haus nie zu verlassen. Zwischen dem winzigen dunklen Laden und der kleinen Küche dahinter, wo er auch das alte Grammophon mit dem Schalltrichter abgestellt hat. Und abends spielt er manchmal die alten Stücke ab. Mit so einer Art erloschener Begeisterung. Immer wieder. Soll ich euch mal was verraten? Kunden gibt's hier keine. Hier gibt's keine Kunden. Kunden gibt's hier keine. Und dann scheint er mit einem abschätzigen Lächeln zu sagen: Ich dachte mir, es würde Sie vielleicht interessieren, junger Mann. Es würde Sie vielleicht interessieren. Hey, weg da! Verschwinde, du Mistvieh! Was ist das? Was ist das denn? Das ist eine Ratte. Da! Steckte gerade ihre widerwärtige Schnauze durch die Wandtäfelung da unten. Da! Noch eine, siehst du? Hau ab! Da unten muss ein Rattenloch sein. Was? Ratten? Hier im Zimmer?
Ja, die treiben sich doch überall rum. Weißt du eigentlich, dass dir auch Kinder anfallen? Ja, wirklich. In manchen Straßen der Proletenviertel trauen sich die Frauen nicht mal, ihre Babys für 2 Minuten allein zu lassen. Ich wette, hinter dem Bild da hocken noch mehr. Hör auf. Hör sofort auf, bitte. Liebster, du wirst ja ganz blass. Was ist los? Ekelst du dich so sehr vor dem? Ratten. Ratten sind das Scheußlichste. Das Allerscheußlichste auf der Welt. Ratten. Ausgerechnet eine Ratte. Hocken sicherlich hinter dem Bild da. Ich werde es bei Gelegenheit abnehmen und mal nachschauen. Und das nächste Mal bringe ich Gips mit und schmier das Loch ordentlich zu. Los, verschwindet! Direkt unter dem Bild trat sie gegen die Vertäfelung. Winston, was für ein Gebäude ist das denn? Auf dem Bild da. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Seine Kirche. Wenigstens war es mal eine. Am Justizpalast. Die hieß St. Clement's Dane. Orangen und Lemons läutet's von St. Clement. Zu seinem Erstaunen ergänzte sie den Vers. Die kosten 3 Farthing, läutet's von St. Martin. Großvater hat's mir beigebracht, als ich klein war. Wie es weitergeht, hab ich aber vergessen. Warte mal. Und dieses Kerzlein leuchtet dir Tropf und das Hackebeil hier hackt ab deinen Kopf. Orangen und Lemons läutet's von St. Clement. Die kosten 3 Farthing, läutet's von St. Martin. 3 Farthing, läutet's von St. Martin. Und dieses Kerzlein leuchtet dir Tropf und das Hackebeil hier hackt ab deinen Kopf. Ratten, hat Julia gesagt, treiben sich doch überall rum. Und ich wette, hinter dem Bild, hier, oben, bei Mr. Charrington, hocken noch mehr davon. Saimi war plötzlich verschwunden. Eines Morgens erschien er einfach nicht zur Arbeit im Ministerium. Alle bemerkten sein Fehlen, aber niemand erwähnte es. Am 3. Tag nach seinem Wegbleiben kam Winston im Flur zur Dokumentationsabteilung am schwarzen Brett vorbei. Unter den Anschlägen dort befand sich eine gedruckte Mitgliederliste des Schachkomitees, dem Saimi angehört hatte. Die Liste sah genauso aus wie vorher. Keine Zeile durchgestrichen. Aber sie war um einen Namen kürzer. Das reichte aus. Saimi hatte aufgehört zu existieren. Nein, er hatte nie existiert. Ach, Parteigenosse. Winston blieb stehen, drehte sich um. Ja, bitte? Es war O'Brien. Sie sind doch Winston Smith. Sie arbeiten in der Dokumentation hier oben, richtig? Ja. Endlich standen sie sich gegenüber. Und sein Herz hämmerte. O'Brien war ruhig weitergegangen und hatte nur für einen Moment freundlich die Hand auf Winstons Arm gelegt. Hören Sie, ich habe neulich einen Ihrer Neusprechartikel in der Times gelesen. Ich nehme an, Sie haben ein wissenschaftliches Interesse an Neusprech. Winston hatte sich einigermaßen gefangen und antwortete, wissenschaftlich wohl kaum. Ich bin nur Laie. Und das ist nicht mein Fach. Mit dem eigentlichen Aufbau der Sprache hatte ich gar nichts zu tun. Dafür schreiben Sie aber sehr elegant. Und ich stehe mit meiner Meinung durchaus nicht allein. Erst neulich sprach ich mit einem Freund von Ihnen, der zweifellos ein Experte auf diesem Gebiet ist. Ja, sein Name ist mir momentan entfallen. Wieder schlug Winston das Herz bis zum Hals. Das konnte nur eine Anspielung auf Saimi sein. Aber Saimi war inzwischen nicht bloß tot. Er war getilgt, eine Unperson. O'Briens Bemerkung musste als Zeichen, als Codewort gemeint gewesen sein.
Durch ein kleines gemeinsames Gedankendelikt hatte er sie zu Komplizen gemacht. Ich bin in Ihrem Artikel auf zwei Worte gestoßen, die aus dem Verkehr gezogen wurden. Allerdings erst seit ganz kurzer Zeit. Kennen Sie die neueste Auflage des Neusprichwörterbuches? Nein, ich wusste gar nicht, dass sie schon erschienen ist. Bei uns in der Dokumentation wird noch die 10. benutzt. Die 11. Ausgabe soll, soweit ich weiß, auch erst in einigen Wochen erscheinen. Nur ein paar Exemplare wurden bereits verteilt. Ich selbst besitze eins. Interessiert es Sie, einmal hineinzuschauen? Sehr gern, sagte Winston und begriff sofort, worauf alles abzielte. Ja, das würde mich sehr interessieren. Einige der neuen Regeln sind wirklich doppelt plus gut. Der Gebrauch von Verben und Eigenschaftswörtern zum Beispiel. Warten Sie mal. Ich werde Ihnen meine Adresse geben. Sie könnten das Buch dann zu einer Ihnen genehmen Zeit in meiner Wohnung abholen. Nun warten Sie mal. Wo habe ich denn... Moment. O'Brien klopfte wie geistesabwesend zwei seiner Taschen ab und zog ein kleines, ledergebundenes Notizbuch und einen goldenen Tintenstift hervor. Direkt unterm Teleschirm, so dass jeder Beobachter am anderen Ende lesen konnte, was er schrieb, kritzelte er eine Adresse, riss das Blatt heraus und reichte es Winston. Hier, abends bin ich gewöhnlich zu Hause. Wenn nicht, dann wird Ihnen mein Diener das Wörterbuch geben. Damit drehte er sich um und ließ Winston auf dem Korridor stehen. Dieser Dialog ließ nur eine Interpretation zu. Er war inszeniert worden, um Winston O'Briens Adresse zukommen zu lassen. Das war notwendig. Denn außer durch eine direkte Anfrage konnte man nie herausbekommen, wo jemand wohnte. Diese Verschwörung, von der Winston geträumt hatte, gab es vielleicht wirklich. Und er hatte gerade ihre Randbezirke erreicht. Verräter! 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 Tod dem Verräter! Tod dem Verräter! Widersetzt euch der Propaganda! Man kann euch eure Gedanken nicht nehmen! Verräter! 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 Freiheit! Ist Sklaverei. G.B. Krieg ist Frieden. Großer Bruder. Unwissenheit ist Stärke. Großer Bruder. Freiheit ist Sklaverei. G.B. Krieg ist Frieden. Großer Bruder. Großer Bruder. Freiheit ist Sklaverei. G.B. Nieder mit Eurasien und seinen verbrecherischen Orden. Nieder mit unseren Feinden. Die Partei lügt, wenn sie sagt, dass Ozeanien sich nie mit Eurasien verbündet hätte. Es gibt Beweise dafür. Winston erklärte Julia, dass irgendwann einmal Ostasien und nicht Eurasien der Feind Ozeaniens gewesen war. Na und? Meinte Julia ungeduldig. Es folgt doch immer ein verdammter Krieg dem anderen und man weiß ja, dass die Meldungen darüber sowieso alle erlogen sind. Es gab nur eine endlose Gegenwart, in der die Partei immer recht hatte. Natürlich wusste sie, dass die Vergangenheit gefälscht wurde, aber solche Verzweigungen der Parteidoktrin interessierten sie kein bisschen. Ich bin durchaus bereit, Risiken einzugehen. Aber nur, wenn es sich lohnt, Liebling. Ich interessiere mich mehr für uns. Tja, du bist eben bloß ein Rebell von der Taille abwärts, Julia. Das fand sie ungeheuer witzig und umarmte ihn entzückt. Also, ich weiß, wann man jubelt und wann man Buh rufen muss. Das reicht völlig aus. Man schluckt das einfach, alles. Und was man schluckt, schadet nicht. Es hinterlässt keine Rückstände. Genauso wie ein Getreidekorn den Magen eines Vogels am Ende unverdaut verlässt. Jedes Mal, wenn Winston mit Prinzipien des Engsots, dem Doppeldenk oder der Wandelbarkeit von Vergangenheit anfing, langweilte sie sich. Sie kümmerte sich nicht um solche Sachen. Hör mal, ich habe darüber nachgedacht, Julia.
Wir werden allein sein. Wenn sie uns erwischen, werden wir nichts mehr füreinander tun können. Gestehe ich, würden sie dich erschießen? Weigere ich mich zu gestehen, erschießen sie dich auch. Es kommt einzig und allein darauf an, dass wir einander nicht verraten. Alle gestehen. Man kann nichts dagegen tun. Sie foltern einen, quälen dich mit Drogen, Schlafentzug, Isolationshaft, immerzu Verhöre. Tatsachen kann man ihnen nicht verheimlichen. Ein Geständnis ist kein Verrat. Was man sagt oder tut, ist egal. Nur die Gefühle zählen. Wenn sie mich dazu bringen könnten, dich nicht mehr zu lieben, das wäre wirklicher Verrat. Das können sie nicht. Nein, das ist das Einzige, was sie nicht können. Sie können dich dazu bringen, alles Mögliche zu sagen, alles. Aber sie können dich nicht zwingen, es zu glauben. Dein Innerstes bekommen sie nicht zu fassen. In dein Herz können sie nicht eindringen. Ja. Ja, du hast recht. Irgendwann sollten wir zu O'Brien gehen. Äußere Partei 53922 Hicks Miniva Abteilung für proletarische Angelegenheiten. And me father won't slight you for your lack of kind. Mitglied äußere Partei 22315 Howard Minifülle Abschnitt Gesundheitswesen. And he stepped away from me and this he did say. Mitglied äußere Partei 947743 Wolga Miniva Abschnitt Dokumentation. It will not be long, love, till our wedding. Sie hatten es getan. Sie hatten es endlich getan. Das Zimmer, in dem sie standen, war langgestreckt und gedämpft beleuchtet. Am anderen Ende des Raums saß O'Brien an einem Tisch unter einer Lampe mit grünem Schirm. Mitglied äußerer Partei 57939 Brady Minivar Dokumentation. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, aufzublicken, als der Diener Julia und Winston hereinführte. Der Teleschirm war leise gedreht, flüsterte nur noch. Die Fülle des dunkelblauen Teppichs vermittelte das Gefühl, auf Samt zu gehen. Mitglied äußere Partei 982143 Lindquist Miniva Abschnitt Pornowesen. O'Brien hielt einen Zettel in der Hand, den er aufmerksam zu studieren schien. Dann zog er den Sprechschreiber zu sich heran und diktierte eine Weisung in Neusprech. Punkt 1,5,7, vollweise gebilligt, Stab. Vorschlag in Punkt 6, Doppelplus lächerlich, Nähe Deldenk. Streichen. Stab. Ende Weisung. Er erhob sich und kam ihnen entgegen. Als er am Teleschirm vorbeikam, schien ihm etwas einzufallen. Er blieb stehen und drückte auf einen Schalter in der Wand. Das Bild verschwand, die Stimme verstummte. Sie können ihn abstellen? Ja, dieses Privileg haben wir. Wir sind unter uns. Möchten Sie ein Glas? Es nennt sich Wein. Hatten Sie übrigens den Eindruck, dass Sie auf dem Weg hierher beobachtet wurden? Auf unseren Führer. Wissen Sie, es gibt Gedankenverbrecher, die behaupten, der Widerstand würde nicht existieren. Glauben Sie mir, Winston, es gibt ihn wirklich. Ich bin für jede Nachricht aufgeschlossen. Das weiß ich. Die Person Goldstein und die Bruderschaft. Sie existiert also wirklich? Fragte Winston. Ja, es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Sie werden nie viel mehr über die Bruderschaft erfahren, als dass sie existiert und dass sie ihr angehören. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück.
Er sah auf die Armbanduhr. Es war selbst für Mitglieder der inneren Partei nicht ratsam, den Teleschirm länger als eine halbe Stunde abzuschalten. Sie hätten nicht zusammen hierher kommen sollen. Auf jeden Fall werden Sie getrennt von hier weggehen. Sie, Genossin, werden zuerst aufbrechen. Gut, uns bleiben noch rund 20 Minuten. Sie werden verstehen, dass ich Ihnen zuerst einige Fragen stellen muss. O'Brien hatte sich auf seinem Stuhl etwas zur Seite gedreht, sodass er Winston jetzt direkt ansah. Julia ignorierte er fast völlig, weil er es wohl für selbstverständlich zu halten schien, dass Winston auch in ihrem Namen sprach. Sie sind bereit, Ihr Leben zu opfern? Ja. Sie sind bereit, Morde zu begehen? Ja. Sabotageakte zu verüben, die vielleicht den Tod von Hunderten unschuldiger Menschen herbeiführen? Ja. Ihr Land an fremde Mächte zu verraten? Ja. Sie sind bereit, zu betrügen, zu fälschen, zu erpressen, Drogen in Umlauf zu bringen? Kurz, alles zu tun, was zur Demoralisierung beiträgt und die Macht der Partei schwächt. Ja. Sie sind bereit, Selbstmord zu begehen, wann immer wir Ihnen dies befehlen. Ja. Sie beide sind bereit, sich zu trennen und einander nie mehr wiederzusehen? Ja. Nein, protestierte Julia. O'Brien sah erneut auf die Armbanduhr. Gut, das wäre also erledigt. Sie werden Gerüchte über die Bruderschaft gehört haben. Sie stellen sich wahrscheinlich eine gewaltige Unterwelt von Verschwörern gegen den großen Bruder vor, die sich heimlich in Kellern treffen, Mitteilungen an Mauern kritzeln oder einander an Codeworten oder besonderen Handzeichen erkennen. Es gibt nichts dergleichen. Selbst wenn Goldstein persönlich der Gedankenpolizei in die Hände fallen sollte, könnte er keine Liste seiner Agenten aushändigen, denn eine solche Liste existiert nicht. Die Bruderschaft kann nicht ausgelöscht werden, weil sie keine Organisation ist, wie wir sie kennen. Sie wird einzig und allein von einer unzerstörbaren Idee zusammengehalten. Sie werden nie einen anderen Rückhalt haben als diese Idee. Sie werden eine Zeit lang für die Bruderschaft arbeiten. Man wird sie schnappen. Unser einzig wahres Leben liegt in der Zukunft. Und in 1000 Jahren vielleicht. Er stand auf und blickte jetzt zum dritten Mal auf die Armbanduhr. Es wird allmählich Zeit für Sie zu gehen. In diesem Buch steht alles drin, was interessant ist. Ich danke Ihnen. An der Tür sah sich Winston um. O'Brien wartete mit der Hand auf dem Schalter, der den Teleschirm steuerte. Hinter ihm konnte man den Schreibtisch mit der grün abgeschirmten Lampe, dem Sprechschreiber und den Papierstapeln sehen. Der Fall war abgeschlossen. In 30 Sekunden würde O'Brien wieder an seiner unterbrochenen und wichtigen Arbeit für die Partei sitzen. Ozeanien führt Krieg mit Ostasien. Ozeanien hat immer Krieg mit Ostasien geführt. Sie haben ein unbewaffnetes Dorf mit Raketen und Bomben angegriffen und 4000 schutzlose, unschuldige Einwohner Ozeaniens ermordet. Das war kaltblütiger Mord. Brüder und Schwestern, wir müssen mit einem vernichtenden Schlag gegen den Feind Vergeltung für diese brutalen Scheußlichkeiten des ostasiatischen Feindes üben. Wir werden nicht ruhen in diesem Kampf, bis der ruhmreiche Sieg unser ist. Mit wollüstig knackenden Gelenken stieg Winston die Treppe über Mr. Charringtons Laden hinauf. Er war müde, aber nicht mehr schläfrig. Er öffnete das Fenster, zündete den verschmutzten kleinen Petroleumkocher an und stellte einen Topf Kaffeewasser auf. Julia würde gleich kommen. Er setzte sich in den schmuddeligen Lehnstuhl und löste die Riemen seiner Aktentasche. Er nahm den schweren schwarzen Wälzer ohne Namen oder Titel auf dem Einband heraus. Die Seiten waren abgegriffen, so als sei das Buch durch viele Hände gegangen. Auf der Titelseite stand »Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus« von Emanuel Goldstein. Winston begann zu lesen. Kapitel 1. Unwissenheit ist Stärke. Also, ich wollte lesen aus Emanuel Goldstein.
von Anbeginn der geschichtlichen Überlieferung. Von Anbeginn der geschichtlichen Überlieferung. Und wahrscheinlich seit dem Ende des Steinzeitalters gab es auf der Welt drei Arten von Menschen. Die oberen, die mittleren und die unteren. Oben, unten, mittel. Drei Arten von Menschen. Sie waren auf vielerlei Weise untergliedert, trugen die verschiedenartigsten Namen. Und sowohl ihre Verhältniszahl wie ihre Einstellung zueinander änderte sich von Epoche zu Epoche. Die Grundstruktur der Gesellschaft hat sich jedoch nie gewandelt. Nein, denn die Ziele dieser drei Gruppen sind absolut unvereinbar. Er blätterte weiter. Kapitel 3. Krieg ist Frieden. In dieser oder jener Kombination führen die drei Superstaaten ständig Krieg gegeneinander. Und das seit 25 Jahren. Kapitel 3. Krieg ist Frieden. So, hier. Krieg ist jedoch nicht mehr der verzweifelte Vernichtungskampf wie in den Anfangsjahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Nein, es ist ein Waffengang mit begrenzten Zielen. Begrenzten Zielen. Zwischen Kämpfenden, die nicht mehr in der Lage sind, einander zu vernichten, die keinen materiellen Kriegsgrund haben und die kein echter ideologischer Unterschied trennt. Um die Natur des gegenwärtigen Krieges zu verstehen, denn es handelte sich immer um denselben Krieg, musste man sich vor allem klar machen, dass er unmöglich entschieden werden kann. Keiner der drei Superstaaten kann endgültig erobert werden, nicht einmal von den beiden anderen gemeinsam. Doch wenn der Krieg buchstäblich zum Dauerzustand wird, dann hört er auch auf, gefährlich zu sein. Das Buch faszinierte ihn, oder genauer gesagt, es bestärkte ihn. Es sagte ihm eigentlich nichts Neues. Doch gerade das machte einen Teil der Anziehungskraft aus. Die besten Bücher, stellte er fest, sind die, die einem sagen, was man bereits weiß. Ich hab es, Julia. Ich hab das Buch. So? Wie schön für dich. Wir müssen es lesen. Du auch. Alle aus der Bruderschaft sollen es lesen. Lies du es. Oder lies es mir vor, das ist am besten. Dann kannst du mir auch gleich alles erklären. Okay. Warte, hier. Ja, das ist gut. Hier zum Beispiel. Ein Parteimitglied lebt von der Geburt bis zum Tod unter den Augen der Gedankenpolizei. Sogar wenn es allein ist, kann es nicht sicher sein, dass es wirklich allein ist. Sogar wenn es allein ist. Wo es auch sein mag, ob es schläft oder wacht, arbeitet oder ausruht, im Bad oder im Bett liegt. Es kann ohne Vorwarnung und ohne sein Wissen überwacht werden. Nichts, was es tut, ist gleichgültig. Seine Freundschaften, seine Zerstreuungen, sein Verhalten gegenüber Frau und Kindern, nichts. Sogar seine typischen Körperbewegungen. Alles wird misstrauisch geprüft. Julia, bist du wach? Emanuel Goldstein, Julia, oligarchischer Kollektivismus. Bist du wach? Julia war schon geraume Zeit sehr still. Sie lag auf der Seite, oberhalb der Hüfte nackt. Ihre Brust hob und senkte sich langsam und regelmäßig. Eine schwarze Locke baumelte ihr über den Augen. Doch alles bestens, Winston. Alles bestens. Doppel plus gut. Genau da, wo es hingehört.
War is peace and peace is war. Ja, wir träumen und wir schlafen. Weg sein. Verschwinden mitten im Satz. Einfach verschwinden. Ins Nirgendwo. Aus und vorbei. Alles dreht sich weg. Alles dreht sich weg. Nein. Nicht umdrehen. Nein. Vergiss den Schmerz. Und die Angst davor. Die Angst davor. Alles bestens. Doppel plus gut. Genau da, wo es hin. Julia? Hey, Julia. Keine Antwort. Sie schlief. Er klappte das Buch zu, legte es behutsam auf den Boden, streckte sich lang aus und zog die Bettdecke über sie beide. Ich weiß, dass ich nicht verrückt bin. Das Wie, das begreife ich. Aber ich begreife nicht das Warum. Wenn man an der Wahrheit festhält, auch gegen die ganze Welt, dann ist man nicht verrückt. Dass er nie so ganz begriffen hatte, warum dieser ungeheure Betrug angezettelt wurde, bedrückte ihn. Die Vorteile der Vergangenheitsfälschung lagen auf der Hand, aber das allerletzte Motiv blieb mysteriös. Er fragte sich wie schon so oft, ob er nicht selbst irrsinnig war. Ein Irrer war vielleicht nichts weiter als eine Ein-Mann-Minderheit. Früher war der Glaube, die Erde drehe sich um die Sonne, ein Zeichen von Irrsinn gewesen. Heute war es der Glaube, die Vergangenheit sei unveränderbar. Ja. Und zuletzt wird die Partei uns noch erklären, dass 2 und 2 5 ist. Und alle werden es glauben müssen. Früher oder später werden Sie diese Behauptung aufstellen. Es ist ganz unvermeidlich. Die Logik Ihrer Position verlangt es eben. Die Philosophie der Partei leugnete nicht bloß die Gültigkeit aller Erfahrung, sondern stillschweigend die Existenz einer äußeren Realität überhaupt. Ohne erkennbare Assoziation war O'Briens Gesicht in ihm aufgestiegen. Er wusste mit größerer Gewissheit als zuvor, dass O'Brien auf seiner Seite stand. Achtung, Achtung! Steine sind hart, Wasser ist nass, fallen gelassene Objekte stürzen nach unten, im Erdmittelpunkt zu. So softly, she
dem Gefühl, zu O'Brien zu sprechen, schrieb er: Freiheit bedeutet die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Gilt dies, ergibt sich alles Übrige von selbst. Ja. Ich schreibe das Tagebuch hier für O'Brien. An O'Brien. Wie ein endloser Brief, der von niemandem jemals gelesen wird. Der aber an eine bestimmte Person gerichtet ist. Er schloss wieder die Augen. Er war in Sicherheit. Alles war in Ordnung. George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Zweiter Teil. Erzähler Franz Petzold. Winston Smith, Felix Göser. Julia Gordon, Elisa Plüss. O'Brien, Jens Harzer. Parsons, Wolfram Koch. Saimi, Dimitri Schad. Charrington, Manuel Harder. Goldstein, Hendrik Arnst. Stimmen Teleschirm, Bibiana Beglau und Max von Pufendorf. Songs, Another Plus Band. Ton und Technik, Martin Eichberg, Andreas Meinitzberger und Philipp Adelmann. Regieassistenz Beate Becker. Musik, Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2021. Redaktion Katharina Agathos. Lust auf mehr Hörspiel? Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein. Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool. Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor. Welches Spiel treibe ich? Hörspielpool in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.